Sie haben Ihren Job aufgegeben als Staatsanwalt und sind jetzt Pflichtverteidiger, mehr oder weniger. Kann man das so sagen? In der ersten Folge ist es so, ja. Aber ich glaube schon, dass er auch sich die Fälle raussucht. Vor allen Dingen vollkommen hoffnungslose Fälle, ja. Was dürfen Sie über den Film verraten? Was dürfen wir verraten? Also, erstmal sind wir kein Ermittlerduo, kein klassisches, sondern eben, also ich Rechtsanwalt und Sie sozusagen meine Referendarin. Wir müssen uns zusammenraufen. Eigentlich will ich nur noch alleine arbeiten, weil das aus meinem Schicksal sich so erklärt. Ich habe auch gar keine Kanzlei mehr. Ich wohne in einer abgetakelten Pension. Und das macht, und wie schon erwähnt, Vidina hat so einen Roma-Hintergrund und bekommt trotz bester Noten in Juristerei keinen Job. Also sie bewirbt sich sehr oft, aber Ja. es hilft nichts. Und dann arrangiert mein Onkel etwas für mich, weil er ein Spiel verliert, weil er spielt gegen Eduardo Silva. Ja, und dann muss ich mich durchkämpfen, ne, so ein bisschen, dass Genau, ich. gegen diesen etwas knarzigen. Und das ist aber diese Konstellation, diese Grundkonstellation ist halt schon mal gänzlich anders als vielleicht in vielen anderen Krimis, hat auch einen ganz anderen Ansatz dann dadurch. Es geht ja darum, einen Klienten frei zu boxen oder eine Strategie zu entwickeln vor Gericht. Wie macht man das? Also es sind ganz andere, eine ganz andere Blickrichtung als jetzt ein ermittelnder Kommissar, der Beweise sucht, um jemanden dann der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Und in der ersten Folge müssen wir beide uns zusammenraufen, was sehr viel Freude gemacht hat, weil wir uns auch wirklich als Schauspieler so, wir kannten uns gegenseitig noch gar nicht, haben uns aber von Anfang an gleich sehr gut verstanden. Und obwohl ich Vidina ein bisschen auf die Schippe genommen habe, gleich am ersten Ja, Tag. er hat mich sofort gefragt, ob ich die portugiesischen Sätze schon kann. Also der erste Moment, wo wir uns kennengelernt haben, wurde ich schon geprüft. Na, hast du die portugiesischen Sätze gelernt? Und ich habe darauf gesagt, natürlich. Du auch, oder? Und dann war irgendwie für uns klar, dass, okay, wir verstehen uns. Wir verstehen uns sehr gut, ja, das ist unerschütterlich. Eine Ja. ganz, ganz na, besondere Person, die Vidina. Oh, danke. Ja. Du auch. Danke, danke, danke. Wie schwierig war es denn, in diesem fremden Land, in einer fremden Sprache einen Film zu machen? Also das Land war fremd, die Sprache, wir haben ja auf Deutsch gedreht, aber natürlich hatten wir viele portugiesische Kollegen und auch ein portugiesisches Produktionsteam. Ich fand das sehr toll. Also ich habe mich, ich glaube, Jürgen ging es sehr ähnlich, dass wir uns sofort zu Hause gefühlt haben. Ich kannte Lissabon noch gar nicht davor, und aber es ist, diese Stadt ist so warm und sie nimmt einen so schnell auf, und auch die Leute, auch die Schauspieler, mit denen wir das spielen durften, die portugiesischen Kollegen, obwohl sie auf Portugiesisch gespielt haben und wir auf Deutsch, es war irgendwie, was nicht immer leicht war, weil es natürlich zwei verschiedene Sprachen sind, aber es ist irgendwie so ein Grundverständnis da, so eine Grundoffenheit, und ich fand das gar nicht so schwierig. Also ich habe mich da ziemlich schnell irgendwie zurechtgefunden. Ich glaube, du auch, oder? Absolut. Also es sind ganz wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler, also auch die portugiesischen Kollegen meine ich jetzt. Es ist halt dann doch auch die große Familie der Theatermenschen oder Filmmenschen. Da ist ja doch alles sehr viel, also sehr viel Ähnliches. Natürlich ist es von der Konzentration, von der Anspannung her nochmal doppelt, weil wir haben drei Sprachen am Set: Deutsch, Englisch, Portugiesisch. Die portugiesischen Schauspieler sollen sogar Portugiesisch sprechen, damit sie sich sehr zu Hause fühlen, damit es sehr natürlich wirkt. Und wir müssen natürlich dann auf Deutsch antworten. Das ist schon das rauszuhören, das Stichwort. Und auch inhaltlich sozusagen richtig zu reagieren, muss man sich sozusagen zu Hause zurechtlegen, auch ein bisschen, wenn man zwei Fassungen, eine deutsche, eine portugiesische, damit man nachschauen kann. Aber einfach, was Vidina schon erwähnt hat, diese Stadt nimmt einen so im Bann und Ja. das Lebensgefühl ist so toll, die Menschen sind freundlich meistens und hilfsbereit, aber nicht so aufgeregt wie die Italiener, sehr, sehr zurückhaltend auch. Also War sehr offen, sie sprechen auch alle Englisch. Also tatsächlich finde ich, sehr was gutes eher Englisch. ein Unterschied war zu zum Beispiel irgendwie Italien, Spanien, wo es schon auch Gegenden gibt, manchmal, wo nicht jetzt jeder immer Englisch spricht. Also ich in Portugal, egal wo ich war, ich konnte Ja. mich immer verständigen. Das Ja, fand ich super, sehr, ja. sehr schön. Wie lange haben Sie denn eigentlich gedreht dort? Naja, wir waren jetzt zweimal, fast 6 Wochen Ja. unten. Wir sind jetzt schon in Lissabon, eigentlich Lissabon. Es gibt, So ein wir bisschen kriegen zu Hause. schon, ja genau, wir kriegen schon Facebook, kommen, fragen unsere Lissabonner Freunde, Ja. ihr fehlt, wann kommt ihr wieder? Ja, tatsächlich. Ja, wirklich, das ist Wir total haben auch schon schön, unsere ja. Ecken dort, unsere Ja? Lokale. Ja, Ja. tatsächlich. Also wir haben irgendwie
auch die Stadt so aufgenommen und sie uns auch. Also Toll. Wir fühlen uns da sehr zu Hause. Also wenn sie runterfahren, es fahren ja gerade viele Touristen runter, die Stadt war übervoll mit Touristen, nicht in der Alfama essen gehen. Nee, auf gar keinen Fall. Das haben wir gemacht. Ich sogar dreimal letztes Mal und ich kann es nicht empfehlen. Obwohl das ist ein toller, der älteste Stadtteil von Lissabon ist, die Alfama, wo auch der Fado entstanden ist, der Fado-Gesang. Aber das Essen ist dort, das ist leider sehr touristisch alles geworden. Natürlich, weil die Leute interessieren sich für diese Stadt und speziell für diesen alten Stadtteil. Ja. Ja. Und es ist sehr schwer, was Ursprüngliches zu finden, was nicht. Aber es gibt so viele andere tolle Ecken. Also wir haben so viele andere tolle Ecken entdeckt. Man kann es übrigens super essen gehen. Das war für mich eine wirkliche Entdeckung, dass die portugiesische Küche ganz ausgezeichnet ist. Und nur in der Alfama, die Alfama ist natürlich ein toller Stadtteil, weil es vom Erdbeben verschont geblieben ist, weitestgehend. Und die Fado-Lokale sind natürlich interessant, um den Fado, den klassischen Fado da zu hören. Aber wie gesagt, dann sollte man vorher oder nachher woanders essen gehen. Ja. Welches Unbedingt. Restaurant würden Sie denn empfehlen? Jetzt kommt die Tapas-Bar. Welches würdest du empfehlen? Ich würde das Zapata-Restaurant empfehlen. Das ist sehr ursprünglich, das ist nichts Besonderes von der Inneneinrichtung her, aber da gehen auch wirklich Portugiesen essen. Ja. Das ist in Bairro Alto, in der Nähe von Bairro Alto, diesem sehr belebten Stadtteil, auf einer großen Straße einfach Zapata eingeben und findet es. Die haben tollen Oktopus. Und ich bin ja riesen Oktopus-Fan, deshalb fand ich das toll dort. Und man sitzt echt neben Portugiesen, also es ist nicht nur, dass jetzt Touristen dort sind. Und Herr Tarach? Ja, ich habe so eine Stammkneipe gehabt, weil da kann man also es ist eine Tapas-Bar, also eigentlich ein bisschen spanisch eher, aber die haben natürlich auch portugiesische Tapas, sorry, dieser Winter nimmt kein Ende. Und das war eben so toll, weil man nach dem Drehen dann mit diesen, also eine Speisekarte mit irgendwie 40 Tapas und dann kann man sich das so zurecht zusammenstellen und das fand ich immer schön, auch die Art zu essen da. Obwohl irgendwann haben wir keine Karte mehr gebraucht, weil die wussten ja schon, was wir wollen, weil wir so oft da waren. Das stimmt, ja, das stimmt. Und zu trinken dazu, was nimmt man da am besten? Also Bier ist sehr beliebt in Portugal. Es gibt zwei konkurrierende Marken. Das eine ist das Sagres, nach dem Ort Sagres benannt. Und das andere hat einen sehr lustigen Namen, Superbock. Ja, Superbock. Aber das natürlich lässt sich vielleicht einfacher merken, ne? Das Superbock. Ich mag das Sagres lieber. Ich das Superbock. Echt? Ja. Das sagt jetzt nur, um irgendwas gegen Natürlich, mich. Nein. Ich mag es tatsächlich mehr. Ja. Nein, Weine. Ich meine, portugiesische Weine sind großartig. Rotweine. Rotweine, großartig, ganz tolle Gewächse. Lustig, eine kleine Anekdote möchte ich noch kurz loswerden mit dem Bier. Lissabon, also Portugal liegt natürlich im Süden und wir hatten Tage, die waren 40 Grad heiß und da ist so ein eiskaltes Bier was ganz Tolles und ich war in so einem Supermarkt, wo man unten so Kleinigkeiten essen konnte und da ist dann ein Zapfhahn für Bier und an dem Zapfhahn ist ein Thermometer. Und da sieht man, wie kalt der Kanal ist, aus dem das Bier kommt. Und das war bei minus 11 Grad. Oh. Ja, da kommt noch was durch, ja? Da kommt tatsächlich noch Bier raus. Bei minus 11 Grad ist ja. Aber das war natürlich wie also eine Werbung, nicht? Also wie toll kalt das Bier ist. Ja, ja. Und das ist bei der Hitze natürlich dann wirklich klasse. Ja. Und welche Orte sollte man sich nicht entgehen lassen in Lissabon? Welche Sehenswürdigkeiten oder auch vielleicht nicht bekannte? Also unbedingt die Miradouros, die Aussichtspunkte. Die haben wir alle durchforstet. Es gibt 7, 8, glaube ich, circa. Jeder behauptet, also der oder jener ist der Beste. Also ich finde, ich kann den Miradouro in Graça sehr empfehlen, weil es ist ja alles sehr hügelig. Also Lissabon ist auf 7 Hügeln erbaut worden. Und von Graça sieht man wirklich alles aus. Die Brücke, die Altstadt, aber auch Santa Catarina, da waren wir auch oft. Oder wie heißt deiner? Wir haben schon so, das ist meiner, das ist deiner. Ja, in meiner Gegend, wo ich gewohnt habe, oh Gott, der ist an der Rua Dom Pedro und hat so einen langen Namen, Miradouro. Irgend so ein Heiliger. Aber wenn man Rua Dom Pedro weiß, und da gibt es nur einen ganz, das ist ein sehr großer Miradouro als Aussichtspunkt, wo man wunderschön über Lissabon schauen kann. Gegenüber ist das Castelo, also die Burg. Und meistens ist an diesen Miradouros ein sogenannter Kiosk. Das muss man sich nicht so vorstellen wie in Deutschland oder wie in Köln, die Bütchen, sondern es sind wunderschöne Jugendstilhäuschen und da holt man sich einen Kaffee in Galau oder Pastel de Nata, das sind dieses kleine Gebäck, dieses mit so einem Pudding. Die ja auch gefüllt. In Berlin schon angekommen sind.
Pastel de Nata, die gibt es auch bei Krobak oder auch ich habe es auch genau, in einem Café Krobak. Von einem Waschsalon habe ich es auch entdeckt, da haben sie es auch verkauft, die sind überall gerade. Also so Puddingtörtchen, kleines. Ja, genau, das ist eine Nationalspeise. Ja, sehr gut, das sollte man unbedingt probieren. Die mein Gespräch hat nämlich, dass sie nichts gegen eine Fortsetzung hätten. Nee. Wir brennen drauf. Wir brennen danach. Ist denn was geplant? Wissen Sie was? Es ist geplant, dass es weitergeht. Ja, ja. Es ist jetzt, natürlich spielt die Quote eine gewisse Rolle. Ja. Ja. Aber es wird jetzt schon weiterentwickelt, weil wir brauchen dann ja, wir wollen im Herbst 2 drehen oder vielmehr die Produzentin, der Sender, damit man 2 immer hat, die man relativ zeitnah ausstrahlen kann. Und ja, jetzt brauchen wir noch eine gute Quote, gute Kritiken und dann werden wir wieder nach Lissabon reisen. Ja. Hoffentlich. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick erstmal auf die 2. Folge. Im Groben skizziert, worum geht's dort? Ja, worum geht's? Im Groben, worum geht's dort? Na, jetzt, um nicht nur eine langweilige Inhaltsangabe zu machen. Im ersten Teil wird das schon ein bisschen angesprochen, warum ich mich so zurückgezogen habe, warum ich diesen Bruch im Leben habe, das vom harten Staatsanwalt die Seite gewechselt, auch als Rechtsanwalt. Und im zweiten Teil wird das ein bisschen aufgeschlüsselt und Eduardo erfährt ein Geheimnis seiner verstorbenen Frau. Und sein ewiger Widersacher war der Sarku und den will er durch eine List jetzt dran kriegen, indem er so tut, als würde er ihn verteidigen in einer Mordsache. Und riskiert damit schon fast seine… riskiert sein Leben. Ja, sein Leben damit und auch seinen Job komplett. Komplett. Also ich, das ist ja auch eine Eigenheit dieses Eduardo Silva, den ich da spiele, dass der sich manchmal um Regeln nicht schert. Was natürlich im fiktionalen Stoff Spaß macht, da die Regeln einfach zu brechen. Ja, und Marcia findet das nicht immer so gut, diese Regeln andauernd zu brechen und versucht ihn auch so ein bisschen zu schützen davor, dies zu tun, aber schlussendlich hat er seinen geht eigenen sie mit Kopf. Ihm natürlich, ja, und unterstützt ihn dabei, ja. Trotzdem. Ja. Im ersten Fall spielt ja auch Marcias Familie eine Rolle. Gibt es da noch weitere Geschichten oder wie entwickelt sich das weiter? Also im zweiten Film ist auch ihr Onkel Waldemar, der ist ja immer auch verwickelt in diese ganze Geschichte, sowohl für Eduardo als auch für Marcia. Das kommt vor und wie es danach weitergeht, werden wir sehen mit ihrer Geschichte. Das sind natürlich gesetzte Eckpunkte. Also wir haben ja ein paar Figuren um uns herum, die werden sicher auch weiter Rollen spielen und wichtig sein. Es gibt den Staatsanwalt und als Gegenspieler. Es gibt meine Pensionswirtin, die eine gewisse Rolle spielt, eben dann der Onkel und so. Also das Konzept soll schon auch weitergeführt werden. Und im Mittelpunkt immer die Stadt Lissabon. Die Stadt Lissabon mit diesen 2 schrägen Vögeln. Ja, natürlich. Es ist eine der schönsten Städte, die ich kenne. Es ist vor allem die Atmosphäre ganz toll. Es ist ein ganz eigentümliches Licht. Es gibt ganz berühmte Fotografen, die nur des Lichtes wegen nach Lissabon fahren. Und das ist natürlich schon rein jetzt optisch sehr schön, wenn so schöne Menschen wie wir beide in noch ein schöneres Licht getaucht werden und noch schöner werden. Noch. Also nein, und natürlich ist Portugal war große Kolonialmacht. Da gibt es viele Geschichten zu erzählen. Es gibt zum Beispiel eine Angolanerin, die in Lissabon eine Telefongesellschaft, Radio-Fernsehgesellschaft hat. Und die wird genannt die Prinzessin von Angola, weil ihr Vater ist sozusagen der Diktator, beutet dieses Land aus. Sie ist auch eine der reichsten Frauen Afrikas. Und zum Beispiel solche Geschichten verstecken sich auch in diesem Land, in dieser Stadt. Gut, vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick wagen, wo man sie außerhalb dieser Reihe noch sehen kann. Vidina ist eine große Theaterschauspielerin. Dankeschön. Ja, bitte, ich bin am Maxim Gorki Theater hier in Berlin fest engagiert und spiele jetzt neben den Lissabon-Dreharbeiten gerade vorwiegend hier am Maxim Gorki Theater in Alles Schwindel, einem Revue-Theaterstück gerade zu sehen oder Papa liebt dich und bald in einem Gorki-Stück die letzten zu sehen. Also im Moment ist neben Lissabon mein Fokus das Maxim Gorki Theater. Und der Terrach?
Ja, ich habe mich ja lange schon. Nein, manchmal spiele ich ja auch Theater, aber dem Theater entsagt. Ich habe jetzt angefangen, einen österreichischen Kinofilm zu drehen, der heißt Wilder Sommer, spielt in den 80er Jahren, was sehr lustig ist, vom Outfit und von dem ganzen, von den ganzen Locations. Es geht um ein kleines Dorf, das im Strukturwandel ist, eine Fabrik wird geschlossen und ja, also was dann mit den Menschen passiert. Und ich breche, ich habe einen Neuanfang. Ich bin, habe einen Gasthof gepachtet, den ich neu betreiben möchte. Und da geht natürlich alles im Bach runter, weil die Leute kein Geld mehr haben, in den Gasthof zu kommen. Also das ist so. Hat sehr großen Spaß gemacht, geht Ende Mai weiter. Und jetzt fange ich noch an mit einem Franken-Tatort mit der wunderbaren Kollegin Dagmar Manzel, die ich sehr schätze und verehre, die auch hier in Berlin sehr viel an der Komischen Oper spielt, sehr erfolgreich. Und Und am Deutschen. ja, aber ich glaube, es hat mehr Da hat sie auch an ein der, Stück jetzt da hat sie gemacht. auch schon, Ja. natürlich hat sie darauf gespielt. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Lissabon-Krimi. Danke, Dankeschön. danke. Obrigada. Gentlemen in terra.